Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, Salvete Spectatoris, zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War Arena mit mir, dem Tante Günther, auch bekannt als Günther Shadow. Ich bin heute nochmal mit Alexander am Start und mit meinen Slingern. Wir spielen auf Marathon. Ich bin gespannt, was hier passieren wird. Werde mich auf jeden Fall erstmal hier oben rechts hin orientieren und mal gucken, was da so geht. Ich würde sagen, wir spielen Defensive Rules. Das ist doch wesentlich besser als Offensive zu spielen, gerade auf der Karte hier. Sapphire will hier oben lang laufen, was ich jetzt nicht so geil finde. Der wird besser ein bisschen weiter hier unten bleiben, aber schauen wir mal. Eine weitere Einheit hier drüben. Ich kann aber da... Es wird gefährlich. Wenn Kavallerie kommt, muss ich aufpassen. Ja, genau, er nimmt schon hier ein bisschen. Er geht schon wieder ein bisschen weiter rüber auf der Flanke hier. Ist auch besser. Das wäre ein gefundenes Fressen da unten, ne? Naja, wir schauen mal. Der muss jetzt eigentlich hier oben den Chokepoint zumachen. Denn erst wenn er das macht, können wir hier selbst wieder offensiv spielen. Na, da unten wäre ich jetzt gerne. Das wird richtig schön viel Punkte geben. Aber vielleicht erwischen wir noch was anderes. So, vermacht auf jeden Fall hier oben mal dicht. Sieht ganz gut aus. Okay, der campt da ganz gut. Und ich werde auf jeden Fall versuchen, ihn hier zu decken. Definitiv. So, da setzen wir doch direkt mal hier. Da einmal auf ihn geschossen. Na komm. Benutzt er jetzt hier die Gelegenheit, um sich zurückzuziehen. Okay, machen wir dann auch. Also ich denke, wir sind hier in der besseren Position. Ja, schießt er jetzt da runter, ne? Der hat halt... Warum hat er eigentlich Sicht auf den? Das verstehe ich jetzt aber wiederum nicht. Wahrscheinlich liegt es am Hügelvorteil. Ah ja, da habe ich gerade was gesehen, okay. Glory awaits! Vielleicht sollte Sepher mit der Einheit hier in den Wald gehen. Wäre fast besser. Nicht zurückziehen, nicht zurückziehen, Kollege. Okay, das ist nicht gut. Dann muss ich jetzt auch zurück. Muss mich das schon an der Infanterie orientieren. Warum zieht er sich zurück? Wird er hier oben angegriffen? Nee, ne? Nö, nee, eigentlich nicht. Ah, fuck. Hätte ihn fast erwischt, wenn ich noch einmal Sicht auf den bekäme. Ja, und jetzt vielleicht? Wechseln die Shots. Schießen nochmal. Komm, einmal geht noch. Ja, waren, glaube ich, ein paar coole Treffer dabei. Auf die schieße ich nicht, weil die Armor Penetration viel zu niedrig ist. Ui, wer schießt denn da jetzt auf mich? Ah ja, hier. Ah, fuck. Das gibt's einfach nicht, ne? Hier bleibt er stehen. Wir schießen ganz regulär. Gut, waren ein paar schöne Treffer dabei. Okay. Ja, genau. Schön im Spot. Und dann... Ach shit, jetzt kriege ich hier Lecks ohne Ende. Ist natürlich nicht so geil. Okay, gut, der Fokus hier unten. Ich ziehe mich mal hier zurück. Und ruhig machen, ist okay. Ich schieß mal hier auf Spain. Glory awaits. Ah,
Oh fuck, da muss ich jetzt aufpassen. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ich muss mal gucken, was waren da denn? Habe ich ja viele Friendly Fire Kills gemacht. Es geht. Okay, 22 ist gut. Wir sind auch gut in den Punkten. Werde jetzt hier unten verstärken. Da müssen wir jetzt hin. Und bitte hier at speed. Du kannst schon mal hier weiterschießen. Wir müssen jetzt hier aber rüber. Vor allen Dingen du musst weg hier. So, direkt hier drauf schießen. Voll drauf halten. Läuft noch. Gut, jetzt musst du hier weg. Okay, wir holen hier den Watchtower. Weiter drauf. Schieß auf ihn. Wenn ich den Watchtower kriege, das wäre hervorragend. Okay, du kannst hier runterkommen. So, jetzt müsste ich auch sehen, hier hinten kommt das schon, okay. Nächster Schuss da drüben. Nächster Schuss hier. Wir müssten eigentlich die Range Shots gut gehen. Ich komme runter. Okay, jetzt muss ich auf jeden Fall zurück. Ist nicht mehr die Position, da ist nicht zu halten, definitiv auch nicht mit den ganzen Fernkämpfern. Da bin ich unterlegen auf die Dauer. Da hätte die Artillerie, habe ich nicht gesehen, weil ich habe nicht gesehen, was die Arti gemacht hat. Das ist immer ein bisschen schade. Also auf jeden Fall einmal hier schießen, bevor er da direkt in unsere Base rusht. Und jetzt wieder hinterher. Sehr schön, tolle Treffer in den Rücken auf jeden Fall. Gut. Wir schießen einmal auf Colin, der ist weg. Jetzt einmal in die Seite rein. Und ab hier rüber. Wir müssen jetzt hier drüben defenden. Wird sonst sehr, sehr ungemütlich. Vor allen Dingen, wenn die Arti nicht mitmacht. Was macht denn die? Die Arti muss mitmachen, sonst werden wir hier ganz, ganz große Probleme bekommen. Ich zieh mal hier drüben auf die Flanke. Vielleicht kann ich hier aus dem Wald ein paar gute Schüsse landen. Colin müsste eigentlich weggehauen werden. Momentan die meisten Kills auf jeden Fall. Ich werde hier den Teufel tun und da reinschießen. Nee. Definitiv nicht. Aber wir benutzen nochmal hier unseren Rapid Advance. Weiß nicht, ob das die beste Idee ist, jetzt hier in den Wald zu gehen. Aber ich habe halt so die Vermutung, dass ich hier ein paar gute Kills aus dem Rücken rausmachen kann. Wenn er da nicht aufpasst, ne? Weil jetzt momentan dürften sie ja hier auf unsere Base rushen. Wenn ich Pech habe, dann hat er mich da gespottet. Ja, wir schauen mal. Ich glaube, ich... Ja, shit, da ist schon einer. Okay, stopp. Wir wurden gespottet. Komm. Ja, das war halt einfach hier die Gefahr, ne? Die bestand, aber ich... Ja, es war nicht wirklich... War nicht so gut. Komm hier runter. Können es immer noch schaffen. Wenn ich den jetzt kriege, der muss halt weg jetzt. Der muss jetzt fallen, weil der spottet mich ja dauernd. Warum schießt du nicht auf den? Ja, der sieht mich halt und dadurch, dass der mich sieht, permanent, hat er halt die ganze Zeit Vision und er kann die ganze Zeit fröhlich ballern, weil die Einheiten hier nicht treffen. Was ist hier los? Was ist hier los? Friendly Fire ohne Ende, ne? Ich hab keine Ahnung, okay. Gut, alles klar. Weil wir haben ihn jetzt gekriegt, jetzt waren die Verluste schon zu hoch. Darf eigentlich nicht sein. Wir müssen jetzt hier drauf schießen. Hier, da müssen wir jetzt Druck machen. Auf die Fernkämpfer. Richtig schöne Kills.
Kann er so viele Pimmel malen, wie er will. Ich kill hier alles. Schießen die Arti weg. Schießen die Arti weg. Oh fuck, ja, ja. Hier, 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 du läufst in die falsche Richtung, du Idiot. Komm hier, Rapid Advance. Aber hallo, du musst jetzt hier raus. Sonst sind wir hier geliefert. Jetzt raus, 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 raus. Das sieht nicht gut aus da für uns, sieht nicht gut aus. Jetzt müssen wir aus dem Wald raus. Ja, das sind wir jetzt abgefrühstückt. Yes, Commander! Ja, das war's. Scheiße! So ein Dreck, ey. Bin ich ihm voll in die Falle gelaufen. Das war natürlich auch extrem doof, ne? Ich werfe mir jetzt noch hier den einzelnen Fraß vor, aber ja, nee, das war's. Da geht dann nichts mehr. Scheiße. Die ganzen verfuckten Fernkämpfer hier, 5 Regimenter. Ist auch nichts zu wollen. Auf der anderen Seite verlieren wir das Ding auch, glaube ich, wenn wir in der Base stehen, ne? Weil die Infanterie ist komplett weg. Was soll das Campen da oben? Es bringt überhaupt nichts. Er kann das Einzige, was er machen kann, ist hier aufhalten, ne? Ich habe mich, glaube ich, ganz gut verkauft. Mit über 3000 Punkten bin ich noch der Beste aus dem Team. Weil, schaut euch mal an, mit hier, Fernkämpfer, ne, ist halt klar. Der hat die ganzen Abstauber-Kills gemacht. Der konnte hier schön reinsnipern. Ich schau mal, da sind wahrscheinlich auch Slinger, jawohl. Genau, der hat die Kills gemacht. Nö, ich gehe hier nicht raus. Das will ich jetzt hier noch sehen. Aber das wird ja nichts. Die haben ja keine Chance. Die können ja niemals auf Dauer gegen die ganzen Fernkämpfer bestehen. Die Frage ist, ob es für mich sinnvoller gewesen wäre, wenn ich in der Base gecampt hätte. Wahrscheinlich schon. Ich glaube, es wäre fürs Team besser gewesen. Es war jedenfalls nicht möglich, hier von hinten Abstauber zu machen. Ich bin gespottet worden, konnte die eine Einheit nicht loswerden. Das waren halt so die Sachen, wo es dann an den Punkten gefehlt hat. Aber wir sind nur 235 zu über 1000 Mann. Verstehe nicht, was da so lange dauert bei denen. Die kriegen es nicht hin. Die cappen irgendwie nicht. Ich weiß nicht. Da muss man doch jetzt hingehen und einfach nur die Einheiten wegschießen. Ich weiß nicht, wo die Art hier supportet hat. Auf jeden Fall ist sie totgeschossen worden. Hier drüben sind die Geräte auf jeden Fall. Hier drüben cappt noch eine Einheit den Turm. Weiß nicht, warum die nicht mehr mit im Gefecht ist. Jetzt kommt er mit seiner Artillerie natürlich von hier unten. Kann jetzt wunderbar hier oben alles wegschießen. Also das ist ja schon länger gelaufen, das hier, aber... Naja. Mäh. Und hier hat man auch gemerkt, dass die Slinger, die halt übers Zentrum gegangen sind, dass die halt hier deutlich mehr Kills gemacht haben. Also es war auf jeden Fall für die Slinger, ist es auf jeden Fall besser als die Variante, wo ich jetzt gestanden habe. Ne? Ich musste ja auch einmal quasi komplett übers Schlachtfeld drüber. Hier oben ist nichts passiert. Ich habe da oben ein bisschen die Einheiten aufhalten können, aber wirklich viel gemacht habe ich da auch nicht. Und das ist es jetzt in den letzten Einheiten. Schade, leider. Hat sich für uns schon so von den Stats her gelohnt, aber insgesamt leider eine Niederlage. War vielleicht mehr drin. Ich habe hier nicht alles richtig gemacht mit den Fernkämpfern. Teilweise hat es ganz gut geklappt, aber... Andere Dinge wiederum wären verbesserungswürdig. Ich muss mal gucken, ob ich sie nochmal spiele. Ich muss jetzt auf jeden Fall als nächstes müsste Alexander hochgelevelt werden, damit ich auf die Level 5 Einheiten bei den Slingern komme. Momentan sind es ja auch noch Level 3 Einheiten, ne? Das ist ja auch nochmal so eine Sache. Wir schauen mal, wir sehen das auf jeden Fall im nächsten Part. Ich sage, macht's gut bis dahin, Pax Vobiscum, Valete.